WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 2. Dezember 1925. Deutsche Chemieunternehmen schließen sich zur IG Farben zusammen. The grave charges in this case have not been laid before the tribunal casually or unreflectingly. Das bin ich, der Hauptankläger im Prozess gegen die Manager der Interessengemeinschaft Farbenindustrie, kurz IG. Mein Name ist General Telfer Taylor. Es ist der 27. August 1947 und wir befinden uns im Gerichtssaal des Nürnberger Justizpalastes. Die Anklage lautet unter anderem auf Teilnahme an der Vorbereitung von Angriffskriegen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Versklavung ausländischer Arbeiter. Karl Krall. Jawohl. Hermann Hermann Schmitz. Jawohl. George von Schnitzler. Jawohl. 19 der Angeklagten waren Mitglieder des Vorstandes der IG Farben. 4 weitere wichtige Führungskräfte des Konzerns. Fritz Vermeer. Christian Schneider. Schneider. Otto Ambros. Ambros. Max Brüggemann. Diese Männer hatten ihre gewaltigen Geistesgaben darauf konzentriert, die Waffen und Werkzeuge der Eroberung zu schmieden, die den deutschen Terror verbreiteten. Der amerikanische Hauptankläger, General Telfer Taylor, bezeichnete die Angeklagten als die wirklichen Kriegsverbrecher, deren Schuld gesühnt werden müsste. Ernst Bergen, Heinrich Bitterfeld. Sie waren die Fäden in dem dunklen Todesmantel, der sich über Europa senkte. Die Männer, die von nichts Halt machten. Die Zauberkünstler, die die Fantasien von Mein Kampf verwirklichten. Wie konnte es so weit kommen? Gehen wir zurück zum Anfang, zum 2. Dezember 1925. Genau, der 2. Dezember 1925 ist sozusagen die Geburtsstunde eines riesigen Konzerns. Durch den Zusammenschluss der 8 deutschen Chemieunternehmen, darunter Bayer, BASF, Höchst, und mit den prägenden Unternehmerpersönlichkeiten wie Karl Bosch und Karl Duisberg waren die IG Farben nicht nur das größte nichtstaatliche Unternehmen der Weimarer Republik, sondern zählte eben auch hinsichtlich der Mitarbeiterzahl und Umsatz zu den größten Konzernen weltweit. Allein die Palette an Produkten war beeindruckend. Medikamente, Farbstoffe, Düngemittel, synthetische Treibstoffe, synthetischer Kautschuk bis hin zu künstlichen Fasern und Fotopapier. Ein riesiger Konzern, ein Global Player, würde man heute sagen. Mein Name ist Sebastian Brünger. Ich habe in den vergangenen Jahren zur Geschichte bzw. zum Umgang deutscher Konzerne mit ihrer NS-Vergangenheit promoviert und an der Humboldt-Universität und am Zentrum für zeithistorische Forschung eine Forschungsarbeit zu dem Thema abgeschlossen. Spätestens mit dem 2.12.1925 beginnt eben auch eine Geschichte der IG Farben im Sinne eines Deutungskampfes über dieses sehr besondere Unternehmen. Die IG Farben sieht sich selbst als Hort des friedlichen, menschlichen Fortschritts, des Unternehmertums, der wirtschaftlichen Vernunft. Messer werden gerollt, Kisten werden transportiert. Und dann geht es hinaus in alle Welt, in die großen Städte Yokohama, Bombay, Sydney, Kapstadt, Kairo und wer weiß wohin. Hinaus aus diesem Verladeraum der IG Farbenindustrie in Leverkusen. Die Kritiker und Gegner der IG Farben sehen diese IG Farben aber je nach Standpunkt als etwas ganz anderes. Kommunistische Gruppen sehen in der IG nur ein kriegstreiberisches Industrieimperium. Die Antitrust-Politiker im US-Justizministerium sahen ein marktfeindliches, den Wettbewerb schädigendes Kartell. Und die nationalsozialistische Propaganda der 20er Jahre sieht eben vor allem den sogenannten Moloch-IG wegen seiner 10 jüdischen Aufsichtsratsmitglieder und der internationalen Kapitalverflechtungen. Die IG hatte in den 20er Jahren noch keine direkten personellen Verbindungen zum NS-Regime. Das sollte sich dann aber in den Jahren 32, 33 dann sehr schnell auch ändern. Der amerikanische Historiker Peter Hayes hat das pointiert so auf den Punkt gebracht: Wirkungsvoller als jeder andere Industriekonzern sollte die IG Farben ihr enormes Potenzial an Wissen und Leistungskraft in den Dienst des nationalsozialistischen Programms der Autarkie, Aufrüstung, Aggression und Ausrottung stellen. Und ein Bereich, der eben recht früh zu einer Annäherung zwischen IG Farben und NS-Regime führte, war im Bereich der NS-Wirtschaftspolitik, die Autarkie.
Hier verstand es die IG als große Chance, ihre synthetischen Produkte dem NS-Regime anzudienen, also synthetisches Benzin, Benzol, synthetische Fasern, Perlon und synthetischen Kautschuk, Buna. Eigentlich Produkte, die in der Herstellung zu teuer waren, aber dadurch, dass das NS-Regime ein Interesse daran hatte, autark zu werden, konnte die IG hier primär ökonomische Logiken verfolgen, Wettbewerbsvorteile und Unternehmensgewinne. Und gleichzeitig war aber ihre Kapazität eingepasst in den größeren ideologisch-politischen Rahmen des NS-Regimes. Der riesige IG Farben-Konzern war das Rückgrat der hitlerschen Kriegsmaschine. Ohne ihn wäre Deutschland nicht in der Lage gewesen, im September 1939 seinen Angriffskrieg zu beginnen. In den von Deutschland besetzten Ländern zwangen die Angeklagten, die dortigen chemischen Werke für die deutsche Kriegsführung zu arbeiten. Die IG hat sich nicht nur für die wirtschaftspolitischen Ziele des NS-Regimes einspannen lassen, sondern sie war eben auch ein wichtiger Akteur des Holocausts. Also zusammen mit der Degussa war sie Haupteigner der Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, kurz DGESCH, die das Vernichtungslager Auschwitz mit dem Schädlingsbekämpfungsmittel Zyklon B belieferte. Und im Aufsichtsrat der DGESCH saßen verschiedene IG Farben-Akteure. Sie haben im Nachhinein gesagt, sie hätten nichts gewusst. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie nichts gewusst haben. Zudem hatte die IG 1941 begonnen, in unmittelbarer Nähe des KZ Auschwitz eine große Chemiefabrik für synthetischen Kautschuk zu bauen, bei deren Errichtung über 25.000 KZ-Häftlinge durch Misshandlung und Erschöpfung zu Tode kamen. Allen Anstand und jede menschliche Rücksichtnahme mit Füßen tretend, missbrauchte die IG ihre Arbeitssklaven, indem sie sie unmäßig langer, harter und erschöpfender Arbeit aussetzte, ohne sich im Geringsten um ihre Gesundheit und ihre körperliche Verfassung zu kümmern. Die Fähigkeit, Arbeit zu leisten, war das einzige Kriterium für Leben und Tod. Und hier gab es mehrere Besuche von hohen IG-Vorständen vor Ort, die davor kaum die Augen verschließen hätten können. Der Angeklagte Walter Dürrfeld führte in seiner Eigenschaft als Chefingenieur und später als Bauleiter in Auschwitz die allgemeine Oberaufsicht über die Arbeit. Zahlreiche Zeugen haben bestätigt, dass er bei verschiedenen Gelegenheiten auf der Baustelle anwesend war. Er machte häufige Besichtigungsreisen, während derer er die Leute bei der Arbeit beobachtete. Er stattete auch dem nahegelegenen Arbeitslager in Monowitz einen Besuch ab, das unter der Oberaufsicht der SS stand. Im IG-Farben-Prozess ist das alles abgestritten worden und bis in die 50er, 60er Jahre hat sich dort eine Erzählung etabliert, die sehr einprägsam sozusagen für die Nachkriegsgesellschaft in Deutschland war. Und hier im Nürnberger Gerichtssaal schufen eben die IG-Angeklagten unter Federführung des mitangeklagten IG-Managers Fritz Termeer ein Opfernarrativ vom ehrbaren Kaufmann bzw. unpolitischen Forscher, dessen friedenslebende Kräfte nolens volens in eine Kriegswirtschaft gezwungen worden seien, also Opfer fürs Vaterland erbracht zu haben und eigentlich auch nur Opfer von Hitlers Willkür und alliierten Bomben gewesen zu sein. Lieutenant George von Schnitzler, how do you plead to this indictment, guilty or not guilty? Nicht schuldig. Defendant Karl Kirsch, how do you plead to this indictment, guilty or not guilty? Nicht schuldig. Hermann Schmitz, how do you plead to this indictment, guilty or not guilty? Auf keinen Fall schuldig. Shall it be said then that all of us, including these defendants, soll damit nun gesagt werden, dass wir alle, einschließlich dieser Angeklagten, nur Kinder einer vergifteten Zeit sind? Es mag verlockend sein, sich ins Schicksal zu ergeben oder sich von allem zu distanzieren, aber das wäre verhängnisvoll. Gott gab uns diese Erde, um einen Garten daraus zu machen und nicht, um sie in einen stinkenden Haufen von Trümmern und Müll zu verwandeln. Das Gerichtsurteil von 1948 folgte in weiten Teilen dieser Erzählung der Verteidigung und bestätigte damit quasi höchstinstanzlich und sehr wirkungsvoll für die deutsche Nachkriegsgesellschaft diese Opfererzählung. Letztlich wurden 10 Angeklagte in allen Punkten freigesprochen und 13 Angeklagte nur aufgrund einzelner Anklagepunkte mit tendenziell sehr milden Haftstrafen belegt. Ich war sprachlos. Und 1951 wurden die 3 IG-Nachfolgegesellschaften gegründet, Bayer, Höchst und BASF. Die 3 neuen Vorstandsvorsitzenden von BASF, Bayer und Höchst, das waren alles alte IG-Männer der zweiten Reihe. Und die ehemals erste Garde der verurteilten IG-Manager, die wurden in fast allen Teilen frühzeitig entlassen und konnten ab 1955
auch wieder Ämter in den Konzernen übernehmen. Gute Führung war die offizielle Begründung. Und so wurde beispielsweise der verurteilte IG-Manager Fritz Termeer 1952 frühzeitig entlassen. 1955 konnte er in den Bayer Aufsichtsrat gewählt werden und übernahm ein Jahr später sogar dessen Vorsitz. Als eine Art Sündenbock wurde ein Rumpfunternehmen gegründet. Die IG Farben in Liquidation. Eine lebende Leiche, denn die Abwicklung zog sich bis ins Jahr 2003 hin und mit den Aktien wurden munter, zum Teil äußerst dubios anmutende Geschäfte getätigt. Die überlebenden Opfer hingegen mussten jahrelang um eine Entschädigung kämpfen und erhielten nur kleine Summen als Wiedergutmachung. Die Geschichte der IG Farben, könnte man sagen, ist auch ein schillerndes Beispiel für Zeitgeschichte, die auch in der Gegenwart eben keinen Abschluss findet, sondern weiterhin von zeitgenössischen Bewertungsmaßstäben, moralischen, politischen und wissenschaftlichen, abhängig bleiben wird. Gehen Sie noch einmal mit mir zurück in den Nürnberger Justizpalast. Die Verbrechen, die diesen Männern zur Last gelegt wurden, haben sie weder in Wut noch unter dem Stress plötzlicher Versuchungen begangen. Das waren nicht die Ausrutscher oder Fehler sonst rechtschaffener Menschen. Man baut weder in einem Anfall von Leidenschaft eine riesige Kriegsmaschinerie, noch in einem vorübergehenden Anfall von Brutalität eine Fabrik in Auschwitz. Was diese Männer taten, geschah mit äußerster Überlegung. Und ich wage das anzunehmen, dass es sich wiederholen würde, wenn sich die Gelegenheit dazu böte. Was mich am stärksten fasziniert hat, ist, dass, wenn man sich die Umgangsweisen der Konzerne mit ihrer NS-Vergangenheit anschaut, sich die Umgangsweisen verändert haben. Von der rigiden Schuldabwehr bis hin zu mindestens teilweisen Schuldeingeständnissen und symbolischen Zahlungen. Aber wenn man sich die Geschichtsbilder anschaut, die Erzählmuster, dann würde ich sagen, findet man dort Teile vom anständigen Kaufmann, vom unpolitischen Techniker, Werkzeug und Opfer der NS-Politik. Der Historiker Sebastian Brünger. Wenn man heute beispielsweise auf der Webseite des IG-Nachfolgekonzerns Bayer Hinweise zur NS-Zeit sucht, findet man nicht viel außer ein paar schmalen Standardsätzen zur Zwangsarbeit. Und da ist der Konzern auf frappierende Art und Weise wieder ganz nah bei den alten, entlastenden Rollenmustern aus dem Nürnberger Gerichtssaal. Lieutenant George von Schnitzler, how do you plead to this indictment, guilty or not guilty? Nicht schuldig. Was ich sehr frappierend fand, war eine Anzeigenkampagne des Verbands der chemischen Industrie. Im Jahr 2016 war das. Da konnte man einen bunt illustrierten Zeitstrahl sehen mit dem Motto: Die Chemie sorgt dafür, dass Deutschland vorankommt. Und da wurden stolz Beispiele von Erfindungen und Produkten gezeigt, wobei eben der erste Eintrag auf 1935 verwies. Und da stand drunter: Der Reifen aus synthetischem Kautschuk rollt vom Band. Aber den historisch belasteten Kontext von Buna blendet die Anzeige da komplett aus. Defendant Carl Kirsch, how do you plead to this indictment? Guilty or not guilty? Nicht schuldig. Und da haben sie wieder diese Kontinuitätserzählung über Jahrzehnte und ein Jahrhundert hinweg, wo sich eben deutsche Ingenieure und Wissenschaftler und Forscher quasi als unpolitisch darstellen und die Verantwortung für ihre Produkte und Verwendung einer Politik zuschieben. Und das ist, würde ich sagen, schon einfach in der Gegenwart so nicht opportun, beziehungsweise gibt es starke Gründe dafür, das eben so nicht zu betreiben. Mit dem Hintergrund eben von jüngsten Ereignissen in Deutschland, aktuellen Wahlergebnissen und neuen Schlussstrichdiskussionen und die IG Farben bleibt dafür ein ganz zentrales Beispiel. How do you plead to this indictment? Guilty or not guilty? Auf keinen Fall schuldig. Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an den Zusammenschluss deutscher Chemieunternehmen zur IG Farben am 2. Dezember 1925. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über die Psychoanalytikerin Anna Freud. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de